Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen. Ja, ihr seht, es ist wieder tagsüber, wo ich das Video aufnehme. Wobei, heute geht das Licht, es ist nicht ganz so dunkel. Was, glaube ich, daran liegt, dass draußen ist es eher bewölkt und deswegen scheint es nicht ganz so hell hier rein. Und dadurch, dass heute die Parallelspiele beginnen, die letzten Gruppenspiele, und das erst 16 Uhr das erste Spiel ist, meine Haare sehen geil aus, aber ist egal, 16 Uhr das erste Spiel ist, ist es nicht ganz so schlimm, dass ich das Video jetzt erst mache. Ich versuche es aber kurz zu halten, damit ich es schaffe, das hochzuladen, bevor das erste Spiel 16 Uhr losgeht. Und es ist ein bisschen schade, dass die egal, gehen wir erstmal zu den Spielen von gestern. Und zwar haben wir England, Panama, Japan, Senegal und Polen, Kolumbien. Ja, England, Panama, was für ein Spiel, 6-1. Also, natürlich hat England absolut verdient gewonnen, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass die das so übertreiben, die Engländer. Ich meine, es ist, das Potenzial ist halt immer da in so einer Paarung, aber wir wissen ja, was los ist in der WM zurzeit. Dass die, also England ist für mich eigentlich kein Titelfavorit, aber dass die guten Mannschaften irgendwie gerade auch gegen eher schwache Mannschaften ja nicht ganz so gut spielen, sage ich mal. Es sind viele 1-0s oder generell halt kleinere Ergebnisse. Und dementsprechend ist es schon eine ganz große Überraschung gewesen. Panama macht wenigstens seinen Ehrentreffer, aber ja, krass. Weil das Geile war vor allem, als das Spiel da vorbei war, also erstmal war Panama, die waren total froh, dass sie das wenigstens das erste WM-Tor geschossen haben in ihrer Geschichte. Und auch der Trainer von Panama war total ausgelassen und fröhlich. Also das war auf jeden Fall geile Verlierer am Ende. Das Lustige war halt, dass der panamaische, heißt es so, panamaische, ich denke, der panamaische Trainer war halt total fröhlich und glücklich, hat sich dann beim englischen Trainer, ja, die haben sich, weiß ich nicht, hat sich bedankt oder hat Hallo oder Tschüss gesagt oder sich für das Spiel halt bedankt, wie was man halt so macht am Ende des Spiels. Und dann hat ihm also die Hand gegeben und hat ihn halt total angelacht, war mega freundlich, der panamaische Trainer war mega freundlich, hat ihn angelacht, hat ihm noch einen Daumen am Ende gegeben und der englische Trainer hat die ganze Zeit geguckt, als wenn er 6-1 verloren hätte. Das war irgendwie verkehrte Welt, das war mir ganz merkwürdig. Aber lustig. Also verdienter Sieg England. Verdienter Sieg England. Japan, Senegal. Ich war wie immer für Japan. Senegal ist zweimal in Führung. Japan gleich zweimal aus. Und ich glaube, Senegal hatte hier schon Vorteile und hätte ja das Spiel auch gewinnen können, aber. Sorry. Hier muss ich jetzt jedes Mal gehen, wenn ich einen Videoblog mache. Diesmal ist es vor allem nicht nur Nacht. Was wollte ich sagen? Genau, also es war halt schon so, dass Senegal die Vorteile hatte, aber halt nicht die riesengroßen Vorteile, weshalb man jetzt sagen muss, okay, im Endeffekt ist es okay, aber es wäre auch ein verdienter Sieg für Senegal möglich gewesen. Statistik spricht auch leicht für Senegal, in den meisten Kategorien zumindest. 7:15 Schüsse für Senegal, 3:7 Torschüsse für Senegal, nur der Ballbesitz liegt auf Seiten der Japaner, 57:43 für Japan und 2:5 Eckbälle für Senegal. Auf jeden Fall ein schönes Spiel, interessantes Spiel und auch schöne Tore von Japan, vor allem das Ding von Inui war es, glaube ich, hat mir gefallen. Polen, Kolumbien, ich habe mir gedacht, dass Kolumbien gewinnt, dass sie 3-0 gewinnt, hätte ich nicht gedacht, hatte ich ja auch nicht getippt. Aber ja, also Polen zeigt gar nichts, Lewandowski geht einfach nicht ab in der Nationalmannschaft momentan. Wobei er ja in der Qualifikationsrunde hat er, glaube ich, 16 Tore gemacht in 10 Spielen oder so, also hat man einen Rekord aufgestellt, das war irgendwie merkwürdig, dass er das jetzt nicht weitermachen konnte. Aber egal, Kolumbien war die deutlich bessere Mannschaft, Polen war miserabel schlecht, sind raus, die haben auch alle ganz toll geweint. Und ich muss ja, wie gesagt, ich habe schon vor der WM gesagt, ich habe eigentlich gar nichts erwartet von Polen, dass jetzt direkt in der Vorrunde rausfliegen, okay, hätte ich jetzt vielleicht auch nicht erwartet, gerade in der Gruppe hat man ja Polen und Kolumbien schon auf Platz 1 und 2 gesehen, je nachdem. Aber ja, super überrascht bin ich nicht. Kommen wir jetzt zu den... Kolumbien hat natürlich verdient gewonnen, falls ich noch nicht gesagt habe. Kommen wir jetzt zu den Spielen, die heute noch anstehen. Das sind 4 Stück dann dementsprechend, wie gesagt, immer 2 Parallelspiele. Das ist echt ärgerlich. Ich meine, es sind zwar insgesamt 4 Spiele am Tag, aber man guckt ja im Normalfall immer nur ein Spiel an. Das heißt, man hat halt nur 2 statt 3. Toll. Und... in dem Fall, lasst mich mal nachschauen. Saudi-Arabien gegen... Ägypten, da haben wir als Parallelspiel, also es ist immer die Gruppe, logischerweise Gruppe A, die dann spielt, Uruguay gegen Russland, ebenfalls 16 Uhr, Saudi-Arabien, Ägypten, ich weiß nicht, gebe ich eigentlich jetzt nicht viel drauf auf das Spiel, ich denke ehrlich gesagt, es wird ein Unentschieden, ich denke, die stehen hinten
blöd, werden nach vorn was probieren, wobei Saudi-Arabien ist halt echt schlecht nach vorn und Ägypten hat wenigstens ein bisschen was. Vielleicht wird es ein 1-0 für Ägypten. Ich habe halt unentschieden getippt, aber wir gucken uns die Tipps gleich noch an. Also entweder wird es ein dreckiges Unentschieden oder es wird halt ein Sieg für Ägypten, würde ich sagen. 1-0 Ägypten vielleicht. Schwer zu sagen. Uruguay-Russland, das ist nochmal ein interessantes Spiel, weil ich frage mich halt einfach, ist Russland mittlerweile an dem Punkt, dass sie jetzt über ihre Leistung hinaus spielen, weil sie einfach so einen geilen Start gehabt haben? Ich weiß es nicht. Also die haben einfach zwei so geile Spiele gehabt, zumindest erstmal von den Toren vor allem, dass ich mir halt vorstellen könnte, dass die jetzt so eine fette Brust haben und jetzt einfach komplett über ihren Möglichkeiten spielen. Also dass die jetzt nochmal extra Energie haben, extra Ausdauer, extra Laufkraft, extra spontane Ideen und so weiter. Also ich tippe echt drauf, dass Russland gewinnt. Und wenn Russland dann hier gewinnt im dritten Spiel in Folge, dann traue ich ihnen auch Viertelfinale zu. Von daher schauen wir mal. Also ich glaube echt, Russland gewinnt. Ich denke, die haben so einen Boost aus den ersten zwei Spielen, dass die Uruguay besiegen. Uruguay war jetzt auch nicht so mega krass drauf, aber die haben halt einfach Spieler, die es schon ziemlich drauf haben. Iran, Portugal und Spanien, Marokko, die Parallelspiele, die dann 20 Uhr losgehen. Ach ja, bei den ersten beiden Spielen werde ich mir natürlich Uruguay, Russland angucken. Und bei den zweiten beiden werde ich mir wahrscheinlich Spanien, Marokko angucken. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das abgeht jetzt mit denen. Also überträgt CDF das eine und Russland das andere. Überträgt CDF das eine und ARD das andere Spiel? Ich weiß gerade gar nicht. Mal schauen. Iran, Portugal. Ja, es sollte Portugal natürlich souverän gewinnen. Ich meine, es wäre lustig, wenn die 0-0 spielen, weil Ronaldo kein Tor schießt. Das wäre lustig halt irgendwie. Aber ich denke, auch wenn Ronaldo kein Tor schießt, werden sie trotzdem gewinnen. 2-3-0 für Portugal. Klarer Sieg. Spanien, Marokko ist ähnlich. Nicht ganz so extrem, denke ich. Aber auch Spanien sollte hier locker gegen Marokko. Wobei, wenn sich Marokko nochmal richtig reinwirft. Vielleicht wird's ein. Ich meine, Iran ist noch nicht raus, ne? Wenn die gegen Portugal gewinnen, sind sie weiter. Marokko ist auf. Also wenn Iran gewinnt, sind sie auf jeden Fall weiter. Das ist schon mal krass, ne? Also wenn Portugal verliert, ist Portugal raus und Iran ist auf jeden Fall weiter. Ach nee, Moment mal. Wenn Iran gewinnt und Marokko gewinnt, dann müsste trotzdem Portugal draußen sein. Ja. Aber. Oder? Ist egal. Auf jeden Fall, wenn Spanien mindestens ein Unentschieden holt und Iran gewinnt, dann ist auf jeden Fall Iran weiter und Portugal ist raus. Ja, so müsste es sein. Also für Marokko geht es halt um gar nichts mehr, deswegen ist es vielleicht doch besser, wenn ich Iran und Portugal angucke, fällt mir gerade so auf. Wie sind eigentlich die Gruppenkonstellation bei Russland, Uruguay? Ah, okay. Es geht quasi um nichts mehr. Oh, fuck. Ägypten, Saudi-Arabien haben ja beide 0 Punkte. Also die können gar nicht mehr weiterkommen. Das ist nur ein Spiel für die Prestige. Und Russland, Uruguay geht es nur noch um Platz 1 und 2. Also wer da gewinnt, hat Platz 1. Wer verliert, hat Platz 2. Bei einem Unentschieden ist Russland Platz 1. Okay, die werden sich wahrscheinlich nicht ganz so krass auspowern. Ja, Spanien, Marokko. Ich denke, Spanien gewinnt auch wieder auch 2-1, 3-1. So in die Richtung. Was habe ich getippt? Schauen wir mal. Wie viele Minuten haben wir jetzt schon? Oh, wir sind schon fast bei den 10 Minuten, dann beeilen wir uns mal. Tippabgabe, Tippübersicht. Ne, Tippabgabe muss ich. Tippabgabe, so da. Uruguay, Russland. Ich habe 1-2 für Russland getippt. Das ist, denke ich, das lasse ich auch, weil ich habe ja gerade gemerkt, es geht eigentlich um nichts mehr. Die werden jetzt nicht total durchdrehen. Entweder bekommt Russland nochmal einen totalen Lauf und übertreibt wieder mit den Toren, aber ja, ich lasse 2-1. Ich denke, 2-1 ist ein guter Tipp. So, Saudi-Arabien, Ägypten, da geht es halt um nichts mehr. Ich habe 2-2 drin stehen, aber Saudi-Arabien kann eigentlich nach vorne gar nichts. Ich denke, es wird einfach ein totales langweiliges Dummspiel, deswegen ich tippe 1-0 auf Ägypten um. Iran, Portugal, da habe ich 2-0 Portugal getippt. Ah, das ist nochmal ein Kampfspiel, ne? Da geht's nochmal. Also Iran muss einfach nur gewinnen und ist ziemlich sicher weiter. Ich glaube, die können da nicht mehr rausfliegen. Krass. Wenn Iran gewinnt, müssen sie weiter sein. Wenn ich das nicht falsch gesehen habe. Oh, das ist jetzt echt schwer, aber eigentlich muss Portugal gewinnen, aber. Gerade in solchen Spielen, und wie gesagt, Portugal war vor allem Ronaldo, also wenn Ronaldo nicht zieht, dann schießen sie vielleicht kein Tor, und wenn Iran dann irgendwie ein glückliches, komm, ich lasse es 2-0. Spanien, Marokko habe ich auch 2-0, lasse ich auch, passt so, einwandfrei. Also, dann beenden wir das Ganze jetzt, ich will nämlich vorher noch schnell joggen gehen und alles, deswegen müssen wir uns beeilen, meine Haare sehen immer noch geil aus, und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Praxis, und ich hoffe, dass ich heute Nacht wieder dran denke, das zu machen. Wobei, jetzt ist es nicht ganz so schlimm, wenn ich es Nachmittag mache, weil das erste Spiel erst 16 Uhr losgeht und nicht schon 14 Uhr. Tschö, tschö.